So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht endlich weiter am S-Klasse. W140 war schon beim TÜV. Jedoch ist der Japan-Import. Scheinwerfer haben wir jetzt da. Wie ja gesagt, das ist kein typischer Japan-Fahrzeug. Deswegen auch die großen Kennzeichenhalter, weil das Fahrzeug aus Jemen bestellt wurde und nach einem Jahr später nach Japan verkauft wurde. Also es ist eigentlich schon eine EU-Version. Bloß, dass in Japan dann, damit in Japan, als er ein Jahr alt war, TÜV kriegt, hätten sie die Scheinwerfer wechseln müssen. Also Scheinwerfer haben wir neue da. Dann Bremsscheibe links und rechts verschlissen. Konnten wir leider nicht viel sehen. Die sind aber schon neu. Du hast sie schon gewechselt? Ja. Hast du schon gewechselt? Ja. Alles schon gewechselt? Alles. Okay. Wo sind die Altteile? Hier. Da, okay. Gelegescheiben, alles. Was macht der Micha da? Wir müssen eine Felge wegschicken. Wo kommt die hin? Ja, da können doch die Leute dann schon mal abstimmen. Geht nicht, die müssen auf der Messe abstimmen. Okay. Ah, okay. Und danach geht's online weiter. Okay, okay. Bremsscheiben waren hinüber. Belege nicht mehr viel drauf. Dann Umlenkhebel war ausgeschlagen. Was macht der? Der lenkt um. Tisch. Das ist so ein Zwischenschritt von der Lenkung. Ganz doof. Abwinklich links und rechts, Hell-Dunkelgrenze, Lichtbild unzulässig. Lösen wir mit dem neuen Scheinwerfer. Fahrtrichtungsanzeiger vorn links, Farbbeschichtung der Lichtquelle abgelöst. Der Blinker ist das. Machen wir eh andere, wir haben andere schon da. Automatischer Blockierverhinderer, aber ASR-Lampe hat geleuchtet. Da gucken wir jetzt gleich mal später noch dazu. Abblendlichtscheinwerfer, Zulässigkeit nicht nachgewiesen, ist klar. Räder, Reifen, Lorenzer-Felgen nicht zugelassen. Das war das Problem mit den Deckeln, wo wir die Deckel nicht weggekriegt haben. Ja, aber warum nicht zugelassen? Die gibt es schon offiziell, auch hier. Aber? Weil wir konnten beim TÜV die Deckel nicht runter machen, da hat er gesagt, er kann nichts ablesen und ja. Daher. Aber jetzt müssen wir mal gucken, ob wir. Ja, hier stand sowieso nichts drin. Aber die Felgen sind offiziell hier schon zugelassen. Das sind original Lorenzer Felgen, ja. Von Ronal ist der Hersteller. Tisch, Nummer, Größe, steht alles drin. Also die gibt es schon offiziell hier. Und Schalldämpferzubehör. Oh. Wie in Japan gewohnt, ne? Und ich weiß nicht, hier. War hier mal ganz, ganz wichtig, die Lorenzer Endrohre hinzumachen. Der hat natürlich auch kein TÜV. Das haben wir aber rechtzeitig bei Göckel bestellt. Aber nur Endtopf, oder? Nur der Endtopf. Ja, ja, ab hier. Und die Cuts sind ja übereinstimmt, ne, mit EU. Cuts ist alles richtig. Achso, und so war auch kein Problem. Nur die paar Teile halt, ja. Wie bei den anderen Videos jetzt auch, oder beim E39 und 211er, ist halt verschleißt. Endtopf haben wir hier. Und zwar schöne AMG-Endrohre. Die haben wir von Göckel bekommen. Und hat TÜV. Und Preis liegt ungefähr wie Eisenmann. Plus, bei Eisenmann kriegst du nicht solche Endrohre. Ne? Mhm. Ich war mal auch kurz der Meinung, dass wir es so machen wie beim 400er Diesel Endrohr, also originale Töpfe vielleicht, dass gar nichts ist, dass clean ist. Jetzt, wie man gesagt, jetzt machen wir die mal drunter und dann können wir immer noch gucken. Fertig. Oder? Ja. Weil, für dieses Auto haben wir jetzt auch Teile bekommen. Die muss man jetzt auch nachher gleich holen. Klangmäßig war da null, ne? Ich fand den nicht schlecht. Ich fand den jetzt auch nicht so supersportmäßig, war aber irgendwas dumpf zu hören? Ja, ja, der war schon dumpf, der Sound. Mhm. Soll man noch mal machen vorher? Weiß ich nicht. Der ist ja kein originaler Topf. Eigentlich ist es ja, ob wir wollen trotzdem Differenz hören. Ja. Machen wir so. Wir bauen auf jeden Fall jetzt, oder alles ist schon angebaut. Der könnte jetzt eigentlich zum TÜV, ne? Jetzt wäre er TÜV-fähig. Probieren aber vorher noch mal die kasachischen Stoßstangen hier aus. Ob es funktioniert, weiß ich jetzt nicht. Aber im SL, die Teile vom SL sind auf jeden Fall übrig geblieben. Ab der doch Videokamera auch schon, dass wir die alten Stoßstangen reparieren. Ja. Das schickt mir auch fleißig Bilder. Sind noch fertig, ne? Der erste schickt mir auch fleißig Bilder. Und fragt da immer noch nach der Schwester von Damiano. Ja? Mhm. Hast du noch nicht die Nummer geschickt? Ich hab's ihm noch nicht gesagt. Jetzt weiß er's.
dass es sie eigentlich gar nicht gibt. Die haben noch ein Bild geschickt. Da hat der Damiano die Sprachnachricht geschickt. Mhm. Wisst ihr noch? Ja. So. Und ich habe dem Damiano gleichzeitig ein Bild geschickt. Ich habe einen Screenshot gemacht, italienischen Model. Also die hier, habe ich Screenshot gemacht und habe es dem Damiano geschickt, schick ihm das. Dann habe ich es dem Yasin gezeigt und er hat das gleiche Bild nochmal geschickt. Da ist er voll ausgerastet. Ja. Und Visum kriegt er jetzt auch. Ja? Ja, ja, wir haben so Plan B gemacht. Lass du mal laufen, dann hören wir mal. Naja, also vom dunklen Klang her nichts gerade. Doch, und der Lars sprach er schon ordentlich. Ja, stimmt. Gib mal Gas nochmal. Ja, gut, gut. Gut. Bin ich gespannt, was die andere macht. Aber ist TÜV. Also ich allzu viel wird da nicht rauskommen. Egal. Wieso wächst hier? Ah ja, das wollte ich dir noch zeigen, ja. Voll süß, oder? Auf der anderen Seite auch. Lass es leben. Ja, jetzt können wir es einpflanzen. Gut, machen wir hoch, machen wir Topf, andere. Ich hole so lange die kasachische Teile und dann machen wir mal die Stoßstangen weg, weil lackmäßig passiert ja an dem Auto eigentlich nichts. Was wir aber ändern wollen, ist, wenn die Stoßstangen passen sollten, dass wir die Stoßstangen in der gleichen Farbe lackiert wie hier. Siehst du, ein Unterschied? Ja. Und die Beplanken und die Schweller auch. Alles in Wagenfarbe. Ist nicht tiefschwarz, aber ich habe keinen Bock, das Auto komplett zu lackieren. Und polieren? Und der SL, nur zur Info. Also erzählen wir im nächsten Video, wenn wir SL wieder abholen. Ja, was mit polieren? Ja. Bei dem wird es doch Sinn machen. Folieren? Ja. Warum folieren? Ja, in was? In schwarz. Würde ich jetzt nicht. So ich würde ihn so lassen. Ich würde auch lacktechnisch gar nichts machen. Ich würde ihn lassen. Lack, 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 Lack. Wo soll das hingehen? Wir haben noch genug Autos, die noch lackiert werden müssen. Da muss man jetzt sowas nochmal lackieren. Finde ich. Ich hole die Stoßstangen jetzt. Also verpacken können die, gell? War noch kein Teil kaputt? Nein. Was? Noch nicht. Wollen wir da mal hinfahren? Nach Kasachstan? Ja. Kannst du ja Urlaub nehmen und hinfahren. Sag ich mal, nimm Kamerad mal mit. Mit so einem Reisebus. Weil ich rum da dahin bin. Am besten noch im Winter, gell? Ja. Weil 8 Meter. Mit der Stoßstange bauen, auf Sondermaß. Für den, ja, für den Porsche? Ja. Oh. War kaputt. Das sieht so aus. Ja, gut. So. Das ist ein Poppel hier. Das? Vom Epoxy. Was habe ich bestellt eigentlich? Weiß ich nicht. Also, und die vordere, wo ist die? Hat die, die ist da vorne. Auf jeden Fall das geile Bild vom G-Klasse über WhatsApp, ne? Mm. Was ist denn das? Was? Die Zähne. Ah, Mann. Ja. Wald. Hinten und vorne. Wenn man hier halt, guck mal, das hier ist halt auffällig viel, was hier praktisch nochmal rauskommt. Und wir haben die Endrohr-Dinger. Das ist gut. Das ist gut. Ich bin gespannt, wie das auf dem Auto aussieht, ob es auch passt. Vom Ding her, von den Punkten her. Ja, 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. Und seitlich weiß ich jetzt nicht. Und die vordere, nehme ich auch eine Waldstoßstange. Das ist ja so, dass wir die Originalsachen auf jeden Fall da lassen von diesen Fahrzeugen. Alles, was vorher steht, lasse ich da. Wenn wir das Fahrzeug irgendwann mal verkaufen wollen, dass wir die Dinger jederzeit wieder zurückrüsten können. Das ist doch niemals hier, oder? Haben wir die falsche Stoßstange ausgepackt? Ja, ich glaube schon. Meintest du die? Ja. So neu. Also modern. Ja, mich wundert jetzt gerade. Was hast du da bestellt? Irgendwas ist da schief gelaufen. Meines nach war es nicht die Stoßstange, die ich bestellt habe. Kein Verlauf. Ich weiß es nicht mehr. Bestellbestätigung. Was hat der Yasin für eine Stoßstange dran gehabt? Boah, da fragst du mich was. Hey, guck mal. Ja, natürlich. Das ist schon die Wald.
Wobei die mir schon ein bisschen zu modern aussieht, jetzt gerade so, wie sie da steht. Ne? Aber jetzt gucken wir mal, wie sie auf dem Auto wirkt. Machen wir uns das mal Auspuff und dann bauen wir die Dinger hin. Klopfen mal ein bisschen dagegen. Die ist nämlich höher noch. Ja, höher und nach hinten, also weiter rein. Gut, ist drin. Ja, super. Ah, super, sieht anders aus. Ne, da vorne sieht super aus. Oh, das passt sogar, nein. Jetzt starte mal. Boah. Nee, kommt nix. Kommt nix. Also. Kann man da nicht noch 200 Zeller reinmachen? Nicht viel mehr wie gerade vorhin. Ja, ja. Aber man, der ist auch neu. Der ist neu. Wir haben jetzt die AMG-Endrohre. Wir haben TÜV. Weil der andere war auf jeden Fall nicht TÜV-fähig. Ohne TÜV. Dass wir jetzt da irgendwelche originale Töpfe bestellen für 300, 400 Euro. Und dann hinterher wieder keine Endrohre haben. Machen wir mal so. Und jetzt, next step, Scheinwerfer. Ja. Stoßstange? Stoßstange, hinten raus, vorne raus. Ich gehe zum Termin. Du musst was für die Messe fertig machen. Da hat jeder was zu tun. Ich war hier gerade mal geschockt bei der Fotoshow. Ich zeige euch was. Das ist unvorstellbar, was Farbe, Tiefe, Felgen, Kombination, eine Stoßstange aus. Ich zeige es euch jetzt mal. So sieht sie noch harmlos aus. Ne? Ja? Jetzt zeige ich. Jetzt blenden wir den weißen ein, wo schon jeder gesagt hat, Junge, mach das Ding ja nicht dran. Haben wir selber gerade, waren wir geschockt. Und jetzt zeige ich euch die Stoßstange auf dem Jas in seinem Fahrzeug quasi drauf. Und ob ihr mir glaubt oder nicht, das sind zwei identische, gleiche Stoßstangen, wie die hier auch. Jasin würde jetzt sagen, du hast sie nachgekauft. Der hat aber hinten keine Wald. Ich habe komplett Waldpaket. Was hat er hinten? Der hat hinten, was hat er hinten? Ich weiß es nicht. Noch nicht rufen, ne? Dann ist es ja nur ein halber Wald. Ja, so möchte er gern Wald. Aber die Dinger müssen wir übernehmen, gell? Ja, habe ich auch gesehen. Ist mir auch aufgefallen. Hier. Was denn? Hier musst du übernehmen. Blenden. Die chromen Teile, ja. Mal gleich strahlen dann. Oder? Hey, Yasin. Dein S-Klasse. Ja. Du hast da vorne auch die Wald, gell? Ja. Hast du mir ja nachgemacht gehabt. Aber was ist mit der hintere? Habe ich Lorenzer. Lorenzer? Das hat für nicht mehr gereicht. Ne, er hat hinten Lorenzer, vorne hat er Wald. Ich habe komplett Waldpaket. Warum hast du das gemacht, Yasin? Was, Schwelle hast du AMG? Ja. Das ist voll der Zwitter hat er gebaut. Mhm. Nein. Mir gefällt die AMG nicht. Das sieht auch so aus wie beim SL, was du geholt hast. Die gefällt mir nicht. Nur die Schwelle von AMG sehen gut aus und die Waldfront sieht dann am besten aus. Und Waldheck? Gefällt mir auch nicht. Hört so rund. Lorenzer ist auch besser. Von der Optik, ob man Lorenzer Endrohr hat oder ob einen braucht. Brauchst du Lorenzer Endrohr noch? Ich nein, hat doch welche drauf. Hab noch welche drauf. Okay. Ja, wir halten gerade die Stoßstange von Kasachstan hin. Ja, passt auch scheiße, oder? Über haben wir noch nicht probiert. Aber ich habe ja Waldpaket. Ja, Schwelle würde ich auch scheiße fahren. Ich schick dir mal jetzt ein Bild, wie die Stoßstange auf dem weißen Auto aussieht. Ich weiß, auf weißem Auto sieht hässlich aus. Hast du es gesehen bei denen auf der Seite? Ja, ja, auf weiß jetzt richtig hässlich. Katastrophe. Also gut, Yasin. Okay, die bis dann. Ciao. Also, die Seite war mit einer Stoßstange mit Kabel wieder fest. Aber das darf ein 30 Jahre altes Auto mal haben. Da müssen wir noch Löcher reinbohren. Wo? Hier? Ja, ich muss da nur mal hinfahren. Nur hier fest mal. Ihr müsst Feuer bohren, oder? Du musst viel hören, Mutlu, noch. Ja, so. Sinnvoller wäre es wahrscheinlich, wenn wir da Langloch reinmachen. Richtig, so wie in der Originale. Wenn man mal guckt. Ist da auch Langloch? Da sind richtig große Löcher und große Unterlegscheiben drin. Da waren die Scheiben runter, um das abzudecken. Okay. Langloch hier fällt aber. Ja, ja, aber machen wir doch einfach, bohren wir da rein oder fräsen da rein. Machen wir. Und dann einfach in die Tiefe. Ich weiß halt nicht, ob das von Position her passt. Das wäre gut. Du sollst punkten.
Nee, wir machen einfach mittig. Ist jetzt bei dir mittig die Schraube? Ja. Bei mir ist ein bisschen versetzt. Jetzt ist mittig bei mir. Jetzt ist bei mir versetzt. Da musst du ein bisschen rüber. Was man, weißt du, was man bedenken muss? Die stehen ja so. Ja. Wenn wir sie reinschieben, dann sind sie mittig. Weißt du? Okay. Ja, deswegen auch so ein großes Loch. Richtig. Jetzt machen wir da mal ein bisschen größeres Loch. Hier und da unten war noch frei, guck mal. Ja. Da. Also machen wir da mal schon zwei größere Löcher rein und dann ja. Können wir sie da rein und wir gehen mal hier unten gucken. Soll ich nach hinten? Ja, wäre gut. Warte, ich hab hier, mach anders. Achso, oder Michael ist da. Gut, die Träger werden weg müssen, die originalen, seitlich. Die Kunststofftasche. Ja. Oh, 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 oh. Was ist? Die Aussparung für den Endtop ist zu klein. Zu klein? Yep. Wir müssen noch zu mir ein Stück. Yep. Nochmal drauf. Sieht nicht schlecht aus. Die Höhe ist ein bisschen blöd hier. Kommt da noch aber irgendwas? Da kommen auch die Chromleisten noch drauf, oder nicht? So, guck mal. Und die setzt schon ordentlich auf hier. Siehst du? Ja, sitzt die bei dir jetzt? Natürlich. Nee. Muss noch rein. Was? Die sitzt nicht. Weißt du, was für ein Problem wir da haben? Erinnerst du dich noch am roten 124er, am Coupé? Da haben wir doch die Löcher ein bisschen ausgefräst. Ja. Und bei mir ja, hängt der Bolzen da am Loch. Ja, ich hole die Taschenlampe. Wie sitzt der hier eigentlich? Da war doch auch noch so ein scheiß Loch da drin. Der sitzt? Ja, der ist drin. Der ist doch rot drin, ich weiß nicht. Ah, aber nicht ganz halt. Nicht ganz. Aber den können wir anziehen dann. Das ist, weil jetzt stehen wir ja auch hier an, weißt du? Wir drücken es jetzt so auseinander. Ja, ja. Okay, aber. Ja, guck mal, Auspuff, das ist ein Problem. Das ist kein Problem. Wieso ist das ein Problem? Aussäge. Das ist das kleinste Problem. Wenn das alles passt, ist das das kleinste Problem. Nur hier. Kannst du hier noch ein bisschen erweitern und aussägen. Aber dann verlierst ja hier diese Innenwand, weißt du? Das meine ich. Das wird man nicht sehen. Wir können ja wieder den Alex anrufen, Göckel. Der sagt, ah ja, das spinnt gar nicht. Als machst du das in 30 Sekunden oder so. So erzählt das ja immer. Ach übrigens, der Alex, der Göckel, der kommt am ersten Samstag auf die Messe. Falls ihr da Fragen habt, weiß ich jetzt das Datum nicht, aber erste Wochenende Samstags ist er da. Das sind alle da, da ist Damiano da, da ist Atakan da. Also es kommt. Yasin nicht, oder? Der wollte zweite Yasin, weiß ich nicht. Ja, aber sieht gar nicht so schlecht aus, aber kommt das so hoch? Nee, normal muss man noch ein Stück hoch. Weil das Chromteil, das hat hier eine Auflagefläche von 1,5 cm circa hinten. Ja, aber guck mal, das kommt ja nicht höher als dieser Falz hier, weißt du, was ich meine? Ja, ja, der Falz. Ja, aber guck mal, das ist die Höhe, guck mal, das passt schon. Hier, siehst du das? Ja, ja, aber guck mal. 2,5. Das Stück hier, ist das hier. Nee, ich glaube, das klappt drüber. Ganz sicher. Ich glaube, das klappt drüber. 2,5, warte mal. Noch 2 mm Luft, wenn das Ding drauf ist, die Zierleiste. Ah. Was denn? Alter. Alter, aber jetzt gerechnet, Junge. 2 mm Luft. Ah, das noch. Sieht man, guck. Das sind OEM-Teile, die du hinbaust. Das ist perfekt. Wenn nicht, machen wir es mit Silikon zu. Also ich würde fast den Yasin kurz gucken lassen. Was willst du? Ein Yasin gucken lassen, weil ich befürchte, dass es hier 2 mm noch höher kommt und dann der Rest. Nein! Nein. Du hast 10 cm, Nico. Hier. Warte. Mhm. So, aber der Falz. Können wir das Ding nicht abmachen kurz? Kurz. Das sind ja nur die Clips hier, ne? Ja, hier. Richtig. Ja, aber wie kommt nur? Der geht ja hier rein. Was macht der das bei ist der? Da auch. Da ist auch ein Loch drin. Nein. Ja. Nein. Achso, nee, ich mein das hier, guck der mal hier. Liegt das, dann auf. Ja, hier liegt er nur auf. Hier geht es ja rein in die Stoßstangen. Guck mal. Hier hinten siehst du ja. Vielleicht wird es aber nur aufgelegt. Das muss man bohren. Guck mal, die Sicherung von der Chromzieherleiste. Oh Gott. Ich muss ihn so bohren, kannst du nicht raus. Doch, kann man rausziehen, aber. Also. Ja, gut. Okay. Das hat mich gewundert. Ich weiß nicht, für was das Kabel ist. Rückfahrkamera.
Irgendein Massepunkt oder irgendwas. Also ja, war das gegen der Gegenstecker netter? Nein. Doch, das stimmt. Ja, aber für was ist das? Weil er hat ja keine elektronischen. Ich habe erst gedacht, Positionslicht oder keine Ahnung was. Aber. Aber der ist ja komplett, hängt ja an dem Blech. Guck mal. Ja. Okay. Blitzableiter. Mhm. Ja, wie auch immer. Gut, das sieht man schon. Aber gut sieht es aus. Angepasst. Ich finde es nicht so verkehrt. Ich finde es auch gut. Ja? Sieht immer scheiße aus, wenn es jetzt unlackiert ist, aber die passt. Ich glaube aber, das Auto muss man trotzdem, weil der eine Mitarbeiter, der Karosseriebauer, der... Passt die an? Passt die an. Also Auto und Stoßstange. Oder wir, wenn der Alex mal vorbeikommt, dann... In der Mittagspause kurz. Geschwind. Ja. So wie er sagt. Mhm. Und hier auch gleich aufmache. Alex, hast du gehört? Wir brauchen Alex jetzt in nächster Zeit nochmal. Ich habe heute mit ihm telefoniert. Echt? Mhm. Ah, ich glaube, ich weiß für was. Mhm. Aber ich glaube, es wird wieder eine Riesenbaustelle. Ja. So wie wir uns da reingeredet haben. Also, sieht gar nicht so schlecht aus. Machen wir das noch. Und dann... Komm, probieren wir die Fahrer. Und Auspuff kommt ja eh höher, ne? Dann brauchen wir auch kein Verlängerungsding mehr bei der Stoßstange. Wenn wir sie da aufmachen, dann kommt er direkt da rein. Ja, ja, genau. Müsst von der Höhe müsst passen. Muss der noch höher? Ein Stück. Das war's eigentlich. Ja, das sehen wir dann, wenn die Chromleisten dann dran sind, ne? Deswegen eigentlich müsstest du die abmachen, da draufhalten, dann anpassen und dann erst zum Lackierer bringen. Ja, das ist klar. Wir wollten ja nur gucken, ob es ungefähr überhaupt funktioniert. Ach so. Dann ist gleichzeitig ein Stopper für den Grill, oder? Für die Haube, ja. Ja. Das ist klasse. Ja, aber auch hier. Guck mal, ja. Das ist gut. Wunderbar. So muss sein. Ja. Hier noch die Schrauben, klar. Also Scheinwerfer sind schon die neuen drin, nur zur Info. Die Blinker auch? Das ist gut. Mutlu. Ha? Die Blinker auch? Mhm. Alles. Genau neu. Guck mal. Das wirkt, das hier, dieser Bereich wirkt schon zu modern. Das ist ja schon von einem moderneren hier. Das weißt du, an was mich das erinnert? An die W202, an die C-Klasse, AMG. Ja, ja, gell? So. Ja. Deswegen sage ich ja zu modern. Das ist schon 10 Jahre zu früh, das hier eigentlich. Ja, aber ich finde, es passt. Wobei, das, wenn das jetzt ganz schwarz ist, geht es schon wieder unter. Ja. Ja, cool. Ja, sieht gut aus. Hinten auch gut. Nebler brauchen wir für die auch wieder, ja. Alter. Kommt da noch so ein kleiner... Aber hat der... Der hat keine Nebler. Die sind ja oben in der Scheinwerfer, oder? Bei dem. Fernlicht und Nebel. Fernlicht ist ja beides hier. Also Ablend und Fern. Das ist ein Nebel hier. Und das in der Mitte ist Nebel. Eigentlich brauchst du ja nicht. Nee. Aber da ist ein Loch drin. Wie stopfst du jetzt dieses Loch? Zum Spachteln. Ja, so Bremsbelüftung mäßig. Bremsschläuche, ja, damit die Bremse kühlt. Ja, weil wir haben ja 900 PS. Wir stellen das Auto zum Ding. Nach dem ist er ganz gechillt. Passend tut's ja. Dann sagt man ihm, okay, er soll das nun mal hinhalten. Jetzt machen wir die originalen Teile drauf, weil der muss ja TÜV kriegen. Und dann ist der auch schon ready, ne? Ja. Mhm. Haben Gott, wir Felgen schon Dank. Für den? Nein, noch nicht. Muss ich noch bestellen oder kommen die noch? Da, ich will ja an der Karosse hier nichts machen. Das heißt, hier wird nur gebürtelt. Mhm. Ja, und dann kriegt ihr auch Luft. Hier wird auch nur ein bisschen gebürtelt. Und das hier gar nicht gezogen. Bei Jasen, der hat das gezogen hier. Bei Jasen scheinbar war das hier gezogen. Dann machen wir die Original wieder hin und das Teil muss dann später auch raus. Ja, das soll das Ding bei sich richtig an. Oh ja, schon hupeln hier. Ja, schon ordentlich. Aber da kommt doch Chrom drauf. Oder sind es vielleicht die Löcher, wo man bohren muss? Für die Chromleiste? Ja. Ich weiß es nicht, wie die aussieht. Warte, vielleicht ist das aus Dings, aus Japan, irgend so was ganz Seltenes. Hm. Wo man essen kann. Könnte man auch lassen für das CO2, den Ausgleich. Die Blume. Eine Wunderblume. Hey, Micha. Sorry. Warum? Guck mal, hinter mir war mehr Platz als vorne. Guck mal, was hinter dir steht. Immer läufst du vor die Linse. Bewegen die sich separat? Was? Da muss ich Zündung anmachen, gell? Ich mach's an. Machen wir schon Zündung an drüben. Oh, da muss auch mal wieder ein gescheites Radio rein hier. Tut sich nichts. Moment, die Lehne tut sich. Eben geht's? Ach so, die komplette Lehne kommt nach vorne, guck mal. Ah, das ist schon Hammer. Machen wir nach hinten?
Versuch mal von deiner Seite Sitz nach vorne, nach hinten, das untere. Ist da drunter? Oder hast du da keinen Knopf? Nee, da geht nichts. Nur auf meine Seite. Aber was ist das hier? Das ist für vorne. Geht auch nicht. Das geht auch nicht. Also ein Knopf ist kaputt. Aber Sitzheizung geht. Was geht? Kopfstütze. Geht auch nicht. Jetzt ging. Das ist nur die Lehne hier. Nur die Lehne geht. Keine Ahnung, warum das nicht geht. Sollen wir Strom drauf geben? Vielleicht. Meinst du schwach? Könnte sein. Häng mal rein. Eigentlich müsste man wieder auf die Messe mit dem Ding gehen. Ja. Und du fährst? Ich fahr Bus. Was für ein Bus? Ja? Was für ein Bus? Ja, Zugfahrzeug. Also ich fahr Beifahrer. Ah. Jetzt geht's? Ja, Lichter sind Ding geworden, aber. Ja. Ah, jetzt geht's auch schneller. Aha. Deine Kopfschütze geht. Nochmal? Meine auch. Oh, die geht ganz zurück. Ganz zurück? Nee, weiter nicht. Aber vorher kommt sie nicht mehr. Doch? Ja. Ah, weißt du, was unser Problem ist? Wir heben. Das muss man nur antippen. Was? Ja, aber da nichts. Hier nicht. Das geht. Warum habe ich den Knopf nicht, den unteren? Weil die Chefs hinten rechts sitzen. Okay. Und nicht links. Das ist die Lehne, das kannst du machen, aber hier, ich kann hier nämlich auch den vorderen, also irgendwas ist an dem Schalter hier. Weil, wenn ich so vorschiebe, müsste ich eigentlich diesen Sitz nach vorne fahren können. Den Vordermann? Ja, guck doch hier. Ja, sie. Siehst du hier Beifahrer? Vorne? Ja. Das ist hinten, siehst du? Ach krass, sehr frech. Ja, aber cool, auch wie sauber der hinten ist, ne? Oder vorne allgemein. Also der ist schon echt gut, gell? Schminkspiegel. Das war schon ein Schnapper. Also das Ding war echt ein Schnapper. Jetzt sind wir da, wie gesagt, fünfmäßig. Wie viel kostet der Fisch? Wie bitte? Wie viel hat er gekostet? Was hat er gekostet, bis er hier war? Knapp über 9. Ist gut. Inklusive Steuer, Zoll, Transport. Für eine lange Version, nicht V12, V8. Mega. Ich sag ja, mich kotzt es halt an, dass er nicht so tiefschwarz ist, weil ein Auto in tiefschwarz wirkt halt ganz anders. Dann folier ihn doch. In tiefschwarz? Ah ja, kannst du machen. Ja, du siehst doch Folie. Wie, du siehst Folie? Folie ist schwarz, glanz, sieht scheiße aus. Sieht scheiße aus, glaub mir's. Ist nicht wie Lack. Die Heckleuchten kommen auf jeden Fall noch andere. Jetzt machen wir zuerst mal Luft, machen diese Stoßstangengeschichte mit Lack und dann Rückleuchten und dann die Felgen und dann... Das ja, erstmal machen wir Messe. Nach der Messe. Ja. Willst du es auch einfärben? Da gibt es ja schon andere. Ja? Ja, bestellbar. Gibt es schon andere. Das machen wir auf jeden Fall alles in Rot oder so. Und dann ist halt so ein Auto aber wieder zu verkaufen hinterher. Ne? Mhm. Also wir handeln ja, und ich krieg ja Pi mal Daumen, 4-5 Autos so ungefähr durchschnittlich die Woche zum Handeln. Rein zum Handeln und die werden aber nur an Händler verkauft. Also da legst du minimal ein paar hundert Euro drauf und schiebst an den Händler. Der Händler verdient fast 80% eigentlich dran. Oder am Gewinnspanner 80%, ich habe vielleicht 10-20%. Weil einfach der Händler dann Endkunde, Garantie, das, jenes machen muss. Und ich habe da überhaupt keine Zeit dafür. Also das ist wieder was anderes. Ich rede von normalen Autos. Aber solche Fahrzeuge werden auch verkauft. Definitiv, wenn sie fertig sind, weil ich denke, wenn du dann jetzt ein Jahr gehabt hast und der war schön und bist da zum Treffer gefahren und dann ab, weg. Fährst du nächstes Jahr wieder Treffen an? Ja, oder Mercedes-Treffen oder so, oder keine Ahnung. Vielleicht auch einfach ein bisschen mehr fahren mit solchen Autos. Und wenn sie dann gefahren sind oder mit denen gefahren hast, dann hast du nicht mehr so viel Lust, wie wenn du sie seltener fährst. Mhm. Also wenn du ein Auto selten fährst, also bei mir ist es so, wenn du ein Auto selten fährst, fährst du es gern. Wenn du Auto aber Alltag fährst, hast du nach einem Jahr meistens... Schnauze voll. Was heißt Schnauze voll? Nicht, aber bist genug. Gesättigt. Gesättigt, ja, genau. Richtig gesagt. Da hat er geschrieben... Fahrtrichtungsanzeige nicht in der Farbe oder so. Guck mal. Fahrtrichtungsanzeige vorne links und rechts, Farbbeschichtung der Lichtquelle abgelöst. Das ist doch gelb. Ja, kann man als gelb durchgehen lassen, ne? Soll ich gleich gerne holen oder die richtige? Haben wir die überhaupt? Ja, ja. Okay. Das ist doch so eine Standard. Ja, yeah. Ob wir sie da haben. So, dann machen wir die auch noch nämlich rein, dass wir deswegen jetzt durchfallen, ne? Mhm. Ja. Und das muss man auch wieder kleben. Wie im Klebstoff bekommen. Aber ne, das machst du nicht damit? Nein, das mache ich nicht damit, natürlich, ne? Aber, guck mal. Ja.
Hast du gleich Vorrat gekauft? Drei Stück, ja. Was ist denn halt vor, das noch zu kleben? Wir werden in Zukunft viele Arbeiten uns einfacher machen. Autos kleben. Also das mit der SL-Stoßstange, dass wir die geklebt haben, ist eigentlich nicht gut. Ja? Ist aber auch eine GFK-Stoßstange, die wir vorher dran hatten. Und wir haben sie jetzt repariert, weil ich das echt nicht einsehe, 500 Euro für das Innenleben zu bezahlen. Aber wir zeigen es ja. Und wenn wir ein Auto verkaufen und ich inseriere das Auto, dann sage ich auch immer zu den Leuten, pass auf, da guck dir mal die ganzen Videos an, mehr Informationen kannst du eigentlich nicht kriegen für ein Auto. Ja, aber ich finde auch so wäre das jetzt nicht verwerflich. Es ist nicht in Ordnung. Ob das gespachtelt ist, ob es geklebt ja, ist. Ja, aber es ist nicht in Ordnung, wenn wir so, jetzt wie bei der Stoßstange bei Yasin das geklebt haben. Bei Yasin hat auch aber wir sagen das. Ja. Es ist nur schlimm, wenn der Typ jetzt morgen die Stoßstange runter macht. Ja, das Auto okay, verkauft, ja, klar, macht ja, ja. runter und dann sagt er, boah, so Fuscher. Aber der Yasin hat doch einen Meisterbrief, oder? Und der darf kleben. Ja, siehst du. Wo bestellst du eigentlich immer deine Bieren? Bei Autoteile. Moment, ich habe aus Wisch habe ich auch mal bestellt, aber ich habe was anderes bestellt. Was? Das war zur Probe habe ich was bestellt. Mal so einen Testkauf, ob es auch ankommt. Sollen ja. wir das ein bisschen fixieren? Okay. Das sollte man ein bisschen kleben. Ja. Doch, du bist ein Sackgesicht. Du sagst immer, ich bestell bei Wisch. Ja, aber ich habe ja was ausprobiert. Ja, wo sind die Leuchten, wo diese Beutel? Ich zeig's euch. Mutter hat ca. 70.000 LED-Bieren bestellt. Ein paar habe ich hier. Ja, so Dinge habe ich mal bestellt, nur um zu probieren. Guck. LED. Außer Sockel-LED. Wie leuchten die eigentlich? Können wir gleich ausprobieren. Können wir testen. Nicht an dem, wenn es geht. Innen. Warum? Da gehen sie scheiße rein, die Standlichtbirnen. Achso, am Blinker willst du? Nein, am Blinker. Ich bin doch okay. Soll ich auch nicht im Inneren machen? Mach mal Blinker an. Steck erst rein und mach dann mal. Mann, die hat ein paar Cent gekostet. Ich wollte es ja nur mal probieren. Das ist gut. Jetzt läuft der Orange. Süß. Mach mal aus. Warte. Das kann man auch so rausziehen, passiert nichts. Wenn sie nicht geht, andersrum. Die geht ja auch andersrum nicht. Perfekt. Die kommt zu dick. Ist es? Ich glaube, der geht da gar nicht so rein. Nee, tut mir leid. Ah, jetzt? Ah, das ist die wieder. Geh weiter. Tschüss. Ciao.